Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Zelda Link's Awakening. Heute möchte ich euch einfach mal zeigen, wie ihr am besten durch den Wurmpalast kommt. Ich mache natürlich auch die normale Let's Play-Reihe, das wissen die ein oder anderen von euch sicherlich schon, aber ich möchte hier und da natürlich auch die Folgen zeigen, wo man alleine nur die Dungeons bewältigt. Einfach für die Leute, die die Zwischenstory nicht genau verfolgen wollen oder einfach nur wissen, wie man am besten durch die Dungeons kommt. Die Skelette könnt ihr übrigens am besten besiegen, wenn ihr diesen Schleuderangriff macht, so nenne ich den jetzt einfach mal. Hier haben wir die Karte. Und dann nehmen wir uns hier gegen die Wand und weiter geht's. So, hier könnte man eigentlich schon mal rein. Hier alle drei auf dasselbe Symbol bringen. Das war natürlich spitze, gleich zwei mit einmal. Das ist der Schnabel für die Steineule. Die brauchen wir an verschiedenen Stellen, ansonsten kommen wir nämlich nicht weiter. Stachis musst du erst mit dem Schild abwehren. Die geben immer mal so ein paar Tipps. So. Hier komme ich auch noch nicht weiter. Die Tür. Ach nee. Ups. Oh, da wird man trotzdem getroffen, okay. Die Eule gibt uns jetzt den Tipp, dass wir Blöcke verschieben können, um bestimmte Türen zu öffnen. Und die wehren wir einfach mit dem Schild ab und dann fallen sie auf den Rücken. So, hier bekommen wir die erste Feder oder beziehungsweise die Greiffeder, mit der wir jetzt springen können. Einmal ausrüsten, machen wir auf Y und schon können wir springen. Thank you.
Was hier ganz wichtig ist, nicht zu spät springen, sonst fällt man ja ruckzuck in einen Abgrund rein. Das ist auch mega blöd. Und jetzt zeige ich euch hier. Hier drüben gibt es noch einen Geheimgang. Den kann man aber erst öffnen, also zumindest soweit ich weiß, bis man die Bomben findet. Vorher kann man hier noch nicht rein. Hier waren wir schon drin. Ja, genau, hier waren wir schon drin. So, wir können auch nochmal prüfen, ob wir auch wirklich alles bis jetzt gefunden haben. Hier gibt es noch eine Kiste, die können wir uns noch holen. Die Gegner können wir uns außer Acht lassen. Dann holen wir uns gleich noch den Major-Schlüssel. Genau, jetzt haben wir noch die eine Kiste. Ich glaube, wir müssen noch alle Gegner töten, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche. Ja. Also in jedem Raum immer erstmal alle Gegner töten. Das kann nie verkehrt sein. Da spielt man immer noch mal irgendwas frei, beziehungsweise findet noch mal eine zusätzliche Schatztruhe. So, jetzt haben wir eigentlich alles soweit bis auf die eine Schatzkammer erkundet und können jetzt zum Endgegner. Das ist er natürlich noch nicht. Dieses Portal erscheint, wenn wir hier drin stehen bleiben, werden wir an den Anfang teleportiert. Wenn ihr irgendwann mal ein bisschen schwierig unterwegs seid und einen Endgegner nicht sofort schafft, könnt ihr in das Portal euch erstmal ein bisschen stärken, vielleicht noch ein paar Herzen sammeln und dann geht's nach vorn. Das zeige ich einfach nur der Vollständigkeit halber. Ihr könnt da reingehen, wenn ihr nicht alle Herzen voll habt, könnt ihr einsammeln und dann könnt ihr gegen den Endgegner kämpfen. Jetzt haben mir die Worte gefehlt. Ah, das hat nicht geklappt. Okay. So, wir haben die Muschelgeige erhalten, das erste Instrument, den ersten Palast erfolgreich gemeistert.
Ja, das war schon der allererste Palast. Ich hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Palast und natürlich auch in meiner Let's Play-Reihe mit einschalten werdet. Ich verlinke euch hier beide, beziehungsweise ganz am Schluss zeige ich euch jetzt meine beiden Playlisten. Einmal von dem reinen Let's Play vom gesamten Spiel. Ich hoffe, dass ihr da natürlich auch mal reinschalten werdet. Und natürlich die Playliste für alle Paläste. Das soll es von mir gewesen sein. Lasst einen Daumen und ein Abo, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.